Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach am Mittwoch. Einen wunderschönen guten Morgen, grüße euch. Es ist wieder einiges passiert. Ich muss erstmal Danke sagen, Invisible Wiper, 27 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Wie jeden Monat, vielen Dank für den stetig schönen Content. Liebe Grüße, Martin. Dankeschön, Martin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, liebe Leute, es gibt natürlich wie immer am Mittwoch oder wie sehr, sehr häufig am Mittwoch ein kleines Update zu dem, was geändert wurde, was angepasst wurde. Und zwar gab es eine Savegame-Anpassung vom lieben Modmicher. Dankeschön an der Stelle. Der Steinhaufen bei Edeka wurde gelöscht. Das sieht nicht so schön aus, hat er weggemacht. Und die Recyclingstation am Edeka wurde an die richtige Position geschoben. Irgendwer hat die falsch gesetzt. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, wie es ist, ne? Gab da noch andere Änderungen bezüglich NF Marsh Map? Der Schutthaufen Edeka, ja genau, Mülltonnen am Edeka wurden verschoben. Also, wundert euch nicht. Es ist ein bisschen anders. Gab da noch Updates von FatModsPaket 3.4.1 vom 14.03. Da schaut euch bitte auf der Seite vom lieben FedEx an. Dann gab es noch ein Fett-Produktionspack-Update Version 3.6. Auch vom 14.03. Auch das schaut euch bitte gerne beim lieben FedEx an. Der hatte, glaube ich, Geburtstag am Montag. Glaube ich. Ich bin aber nicht sicher. Falls ja, wünsche ihm alles Gute von mir, ne? Dann haben wir noch einen kleinen Hinweis. Die dicke Bertha, dass die dicke Bertha mehr Dünger verbraucht, liegt nicht an der Seemaschine. Ausbringung ist schon verringert. Okay. Liegt tatsächlich an Procession Farming. Alles gut. Das war natürlich auch ein Thema in einigen Kommentaren, was ich so mitbekommen habe. Ne? Nee, für mich ist das ja sowieso egal. Gut, also wieder mal, Micha, herzlichen Dank für deine Dienste. Vielen, vielen Dank. Wir machen weiter wie gewohnt. Ne? Wir sind am Vermehrungsgras ernten, wir sind am Wegfahren, wir sind am alles machen eigentlich. Ne? Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Killerdrache, Dankeschön für 27 Monate. Und Jeminaba, danke dir für 14 Monate, Resub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das hilft mir tatsächlich sehr weiter. Danke, danke, danke. Was machen wir denn als nächstes? Hier ist der Kohlfahrer, ne? Kann das sein? Ja, das müsste der Kohlfahrer sein. Genau. Wir schauen jetzt nochmal. BG-Zentrale hat fast, also den elektrischen Strom fast voll. Oder die elektrische Ladung heißt ja richtig. Da werden wir jetzt mal kurz. Ne, hat sie nicht. Warum steht denn das da oben? Ah, jetzt ist es verschwunden. Okay, Futterroboter, Mineralfutter. Mineralfutter habe ich tatsächlich letzte Woche schon gesehen, kam ich aber nicht zu. Luzerne, warum ist das noch aktiviert? Das machen wir mal weg, das machen wir auch weg, damit das auch läuft. Wir haben nur Gras drin, Das funktioniert. Der Fischer läuft. Gewächshaus haben wir ja die Setzlinge aktiviert, da haben wir ja auch, ne? Machen wir ja auch aus einem bestimmten Grund. Die Flaschengeschichte schauen wir uns an. Wir werden auf alle Fälle eine Verkaufstour machen die Woche. Auf alle Fälle. Ich muss aber kurz nochmal eine Sache in Erinnerung rufen. Wenn ich sage, in dieser Woche, dann heißt das für mich immer von Dienstag zu Dienstag. Das ist für mich eine Spielwoche, ne? Weil wir immer am Dienstagabend aufnehmen, im Livestream. Und von dem her ist es für mich eine Woche immer Dienstag bis Dienstag. Also nicht, dass ihr denkt, am Montag hat er wieder nicht gemacht. Das ist für mich noch innerhalb der Woche, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Die Holzfäller arbeiten soweit. Die werden jetzt auch ein bisschen gepusht. Guck mal hier. Durch diese Setzlinge, ne? Das ist ja herrlich. Das am Kieswerk läuft, Diesel rein und ab geht's, ne? Da gibt es überhaupt kein Thema. Undertaker, wunderschönen guten Abend. Dann haben wir hier Kompost aus Mist, das ist aktiviert, das passt. Labor läuft, da haben wir auch einiges drin, das passt. Die Molkerei läuft, bis auf hier unten. Da haben wir nämlich, die Schafsmilch fehlt uns. Tatsächlich ist es aber so, dass wir relativ wenig Schafsmilch haben, für mein Verständnis. Also wir haben ja doch 400 Schafe, ne? Aber da kommen gerade mal 4000 Liter bei raus. Also viel ist das nicht, muss man sagen, ne? Wir werden jetzt hier aber nochmal... Haben wir noch was drin hier? Erstmal zumachen werden, ne? Hier haben wir noch was drin. Dann würde ich tatsächlich gleich die Milch nochmal verteilen wollen. Thunderbird, grüß dich. Ist bald ein neuer DFV geplant? Es ist noch... Keiner
konkret geplant. Es gibt aber schon so ein paar Denkanstöße und Denkansätze. So muss ich es, glaube ich, formulieren. Also ich sag mal, im März auf alle Fälle nicht mehr. Das kann ich ja sagen. Wo bringen wir denn jetzt am besten die Milch hin? Wir haben, wie viel haben wir denn hier drin? 138.000 Liter. Das kommt mir sehr viel vor. Wieso haben wir da 138.000 Liter drin? Also wir waren ja immer am Struggle, ne? Dass es immer zu wenig ist, aber 138.000 Liter ist tatsächlich extrem viel. Das kommt mir richtig viel vor jetzt gerade. Hast du da was gedreht, Micha? Ich frage jetzt nur so, weil das kommt mir, es kommt mir wirklich viel vor. Was haben wir denn hier? No, hier haben wir noch immer 16.000 Liter. Da bringen wir das auf alle Fälle zum Labor. Weil da wird es auf alle Fälle Sinn machen. So, Labor, abladen. So, dann müssen wir einmal drehen, dann kann der schon mal nach oben fahren. Den begrenzen wir, das hätte ich jetzt auf eine Sache. Das passt. Dann braucht er nicht weiter abholen, ne? Ich weiß, dass wir es erst gemacht haben, aber ich war mir gerade nicht sicher, dass wir wirklich so viel da reingepackt haben. Ich kann mich auch täuschen, du. Wie gesagt, das ist gang und gäbe. Kromberg, herzlichen Dank für 15 Monate, mein Bester. Killerdrache, Dankeschön für 27, ne? Alles nur für die schicken Halden und Pflastersteine. Och, ich danke dir doch. Nee, ja, wie nee? Das ist der letzte Schlange. Okay, dann passt. Dann ist es überschnitten. Wir machen jetzt noch einen kleinen Weg. Den muss ich auf alle Fälle um. Wir könnten theoretisch. Es ist jetzt nichts. Also, wir haben jetzt keine Arbeiten, was jetzt sehr dramatisch sind, will ich sagen, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich uns auch überlegen, dass wir eine kleine Verkaufsrunde machen. Das können wir tatsächlich gerne machen, weil wir haben gerade so ein bisschen Luft, möchte ich sagen. Simon, mein Bester, danke dir für 5 Gifted Subs. Herzlichen Dank. Wir könnten tatsächlich eine kleine Runde machen, ne? Was ich nicht verstehe, ich muss mein Dingens nochmal umstellen. Mein Stream-Elements, dass jeder Sub einzeln jetzt einen Ton hat. Das habe ich nicht programmiert. Ich weiß nicht, wie das kam, aber gut. Wäre der Feed Loot mit Kür? Du musst die Frage richtig formulieren, dann kann ich sie dir beantworten. Sven, grüß dich. Schönen Abend. Wann stehen da Bäume? Ist das, weil das Ding jetzt Setzlinge hat? Kommen da jetzt Bäume raus? Alter. Ja, wir haben halt relativ viele Helfer am Laufen, ne? Wurde irgendwas umgestellt? 100%, das ist okay. Das ist wie immer. Kommt von den Setzlingen? Ach, echt krass. Okay. Sorry, wäre der Feedloot nichts für dich? Was ist der Feedloot? Ihr müsst mir erklären, was der Feedloot ist. Ich kann damit nichts anfangen. Mit Kühen musst du mal bei Kuhstellen schauen. Was ist, ist der neu? Ja, da müsst ihr mir das so formulieren, dass ich das auch verstehe, meine Damen und Herren. Ich bin da... Ach du Scheiße, was ist das denn? Was macht das? Herr Werner, wenn Subs momentan bei dir reinkommen, steht in roten Kasten immer nur... Ja, da hat es irgendein Update gegeben und das muss ich nochmal überarbeiten. Max, danke dir auf alle Fälle. Das weiß ich nicht, was das bedeutet.
Also es steht praktisch jetzt nur, warte mal, das ist der falsche. Es steht praktisch nur bei Feedloot Bauplan. Hier können 5 Feedloot Kuhschelle, Schaf oder Schweine platziert werden. Alter, was ist das denn für ein Ding? Da hat er wieder komplett übertrieben, der liebe FedAction, ne? Ich bin gestern live geschaut. Also die Häcksler-Szene war bis jetzt das Beste. Musste ohne... Was? Musste ohne... Ja. Mega Kuhstelle. Meine Güte. Mega Kuhstelle sind das. Ja, das musst du erstmal wissen, ne? Wie gesagt, wenn sowas reinkommt, ihr müsst mir wieder bitte ein bisschen verzeihen. Ich bin da nicht immer auf laufenden Stand. Bin ich auch ganz ehrlich. Kann ich auch nicht. Europalette. Wenn du das mit den riesigen Kuhstellen, dafür hast du nicht den Platz. Und ich hatte erstmal an Felder denken. Ja, ja, das sowieso. Es ist interessant, dass es sowas gibt. Absolut. Aber nee. Das machen wir erstmal nicht, ne? Erstmal. Ich will nicht sagen, dass ich mir das nächste Woche anders überlege. Das wäre nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Aber nö, erstmal nicht. So, da haben wir jetzt nichts mehr großartig drin. Da wurde alles gespawnt. Dann fahren wir weiter. Muss ja ordentlich feiern, war einfach genial. Oh, das freut mich. Wenn es gut ankommt, wenn es euch unterhält, dann ist das der größte Lohn, den du haben kannst. Ich glaube, für Schafe gibt es den auch. Genau, es gibt für Kühe, Schafe und für die Schweine, glaube ich, stand drin. Man kennt ja die kurzfristigen Entscheidungen, aber nicht schlecht. Also nicht im Negativen, will ich jetzt mal ganz kurz so sagen, ne? Ich glaube, wenn ich so viele schlechte Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hätte, würden nicht so viele Leute zugucken hier. Und würden auch nicht die Videos gucken, wenn es so schlecht wäre, wie immer alle sagen. So, den machen wir mal aus. Erstmal die Kackpappe weg, ne? Ich habe gehört, was? Ich habe gehört, Werner hat in Merlo angedellt. Lass mich doch vorbeifahren. So, ist da noch was drin in der Zellstofffabrik? Schauen wir uns gleich mal an. Wenn, dann machen wir das so, dass wir da nicht unbedingt jeden Tag hierher müssen, ne? Kartonage. Auslagern. 31 Paletten. Keiner gesagt, das wird einfach, ne? Hast du das Osterintro an? Ja, nachdem das Osterintro gelaufen ist, weißt du? Aber Patti kann das natürlich nicht wissen, weil er nicht aufnimmt, verstehe ich. Aber ja, war tatsächlich irgendwie auch passend, ne? Eine Delle reingemacht? Nein! Ich fahr dellenfrei, ne? Ist in erster Linie für die Fett-Amerika-Spiel gedacht. Das ist halt für so riesengroße, weite Flächen, ne? Das macht dann da Sinn, ja. Bin ich bei euch. Aber für die Marsch hier, die ist ja schon groß, ja. Aber ich glaube, die Wild West ist ja 16-fach sogar, ne? Die ist ja noch viermal so groß wie die hier. So, was haben wir denn noch in der Tischlerei, was wir mitnehmen können? Hallo, hallo, Freunde. Auslagern, ja. Möbel, 9000, da nehmen wir doch auch was mit, ne? Ja. Fenster, habe ich die Fenster... Ach, da muss ich das Glas hinbringen, ne? Da war Glasscheibe, ja, irgendwie, da bin ich noch in Erinnerung. So, und zum krönenden Abschluss der Verkaufstour nehmen wir jetzt noch ein paar Pellets mit, habe ich mir gedacht, ne? Brigger, einen wunderschönen grüß dich. Grim Bonard. Grüß dich. Captain Morgan Cola, hallöchen. Oh ne, schubst mich nicht an. Bin sensibel. Ja, die Molkerei hat natürlich... Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Kannst du die Glasscheiben nicht einfach auf Verteilen stellen? Das ist eine gute Frage. Die Glasproduktion war wo? Holzfäller? Glasscheibe. Ist auf Auslagern, das ist genau richtig. So, genauso wollen wir das eigentlich nicht haben. Ist auch der einzige Artikel, der auf Auslagern stand, ne? Lord Oleg, grüß dich. Hallöchen. Und Pascal, einen wunderschönen guten Abend. Grüß euch, Männer und Damen natürlich. Da geht noch eine vierte Lage drauf. Nee, das ist schon okay. Also 3 ist so das höchste der Gefühle. Jan, einen wunderschönen guten Abend, mein Bester. Hallöchen. So, da oben wird fleißig blockiert. Lieben wir.
Der Lexion wird blockiert. Da müssen wir gleich mal gucken, was das Sache ist, ne? So, und das geht dann alles geschlossen zum, zum Baumarkt. Logisch, wohin denn sonst, ne? Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld, weil die Helferkosten sind natürlich sehr, sehr extrem momentan, weil auch sehr viele Helfer unterwegs sind, ne? So, ich hab so das... Stopp! Toilettenpapier machen wir dann bei Edeka rein. So, laden wir mal auf, was rauf geht. So, haben wir noch was hier was drin? PPPPP für Pelletsfabrik. Oh mein Gott, lager doch aus! Warum habe ich das? Achso, das ist Holz. Lager das. Ah, das lagert aus. Das dauert nur einen Moment. Okay. Wir müssten auch gleich voll sein, habe ich das Gefühl. Jetzt sind wir voll. So, meine Damen und Herren, die erste Verkaufstour diese Woche. Wir werden die dann morgen verkaufen. Ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und morgen sehen wir uns zum Kassasturz. Ich freue mich. Bis dann, macht's gut. Tschüss.